Ich freue mich irrsinnig. Ich bin stolz auf mich, dass ich das erreicht habe und hoffentlich werden es so viele Spieler wie möglich bei Rapid, dass ich so viele Spieler wie möglich bei Rapid als Stammspieler hoffentlich, also dass das so bleibt, ja. Das war jetzt wahrscheinlich ein einziges Highlight diese Herbstsaison für dich, aber gibt es ein, zwei Sachen, die besonders positiv herausgestochen sind? Die positive, ja, natürlich das Tor gegen Red Bull Salzburg, also das war schon was ganz Besonderes, weil man nicht gewusst hat, ob ich noch hier bleibe und dann nicht das Tor geschossen habe. Das war auf jeden Fall der Highlight, ja. Gibt es jetzt Vorsätze für das Jahr 2018, sowohl sportlich als auch privat? Ja, privat auf jeden Fall gesund bleiben, verletzungsfrei und wie vorhin erwähnt, so viele Spiele wie möglich absolvieren und hoffentlich nächstes Jahr Europa League oder Champions League spielen.